به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. Frauen leben Freiheit. Ich bin Ratsfrau hier in Münster und ich bin ganz sicher, dass ich nicht alleine hier spreche, sondern auch für die Frauen im Rat und für die Mitglieder im Rat ganz allgemein. Und ich gebe ganz ehrlich gerne zu, dass es nicht leicht fällt, angesichts der unfassbaren Geschehnisse im Iran hier die richtigen Worte zu finden. Es macht sprachlos, was Frauen, was Menschen allgemein dort gerade erleben. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, trotz aller Sprachlosigkeit, Fassungslosigkeit, dass wir unsere Stimme an dieser Stelle wirklich sehr laut erheben. Was sind das für mutige, für entschlossene Frauen, die ihr Kopftuch öffentlich ablegen, ihre Haare abschneiden, um für ihre Freiheit und die Freiheit aller im Iran unterdrückter Menschen zu demonstrieren? Sie tun dies in dem Wissen, und das unterscheidet sie von uns hier, dass sie dafür inhaftiert, vergewaltigt, misshandelt und getötet werden könnten. Und sie tun es dennoch. Obwohl die Polizei in unmenschlicher Brutalität reagiert, obwohl es so viele Tote gegeben hat, weiten sich die Proteste aus. Noch immer sitzen zahlreiche Protestierende in Haft, noch immer drohen, und ein aktuelles Beispiel ist ja gerade genannt worden, weitere Hinrichtungen. Woraus schöpfen vor allem die iranischen Frauen weiter ihren Mut, ihre Kraft und ihre Entschlossenheit? Ich glaube, es sind auch die Netzwerke der Frauen, ihre Stärke und ihre Kämpfe im Alltag, die viele schon seit Jahren und oft im Verborgenen führten, auch schon vor ein oder zwei Generationen zuvor. Neu ist jetzt im Iran, dass diese Kämpfe eben nicht mehr versteckt bleiben. Die Frauen wehren sich offen und mutig gegen die Gewalttätigkeit und die Unterdrückung des Regimes. Sie sind auf den Straßen, und es ist gut, dass sie da nicht alleine stehen, dass sie diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Viele stehen an ihrer Seite, auch hier in Münster, mit Nachdruck und mit einem langen Atem. Ich finde das sehr beeindruckend, dass wirklich an jedem Samstag bei Wind und Wetter ihr hier steht und der Brutalität eben doch etwas entgegenstellt. Ihr gebt den Opfern ein Gesicht und damit auch ihre Würde zurück. Es ist wenig, wenn wir hier stehen, was wir hier tun können. Und trotzdem ist es so wichtig, mit den Protestierenden im Iran und hier in Münster solidarisch zu sein und das auch zu zeigen und auf die Straße zu tragen. Ich wünsche mir, dass aus unserer Friedensstadt Münster, von wo wohl sonst, ein starkes Signal kommt, dass wir gemeinsam durch die ganze Stadtgesellschaft, jung, alt, Schülerinnen, Schüler, alle Generationen, ein Signal senden. Und ja, alle, die politische Verantwortung tragen, in Parteien organisiert sind, müssen dieses Signal und diesen Appell auch an ihre Fraktionen, an ihre Parteien in den anderen Stellen auf Landes- und auf Bundesebene weitertragen. Wir stehen weiter auf der Seite der Menschen im Iran, an der Seite derer, die für ihre Grundrechte und für ihre Freiheit kämpfen. Mir kommt eine Liedzeile von Hermann von Fehn in den Sinn, mit dem ich mich vor den mutigen Frauen, von den mutigen Menschen im Iran verneige und der nicht enden wollenden Solidarität, die Sie, die ihr hier in Münster organisieren. Sie brauchen den kleinsten Hoffnungsstrahl, gebt jetzt ein Zeichen, ein Signal, dass Beharrlichkeit zum Ziele führt und dass Ihr Schicksal uns berührt.